Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Outlast Whistleblower. Heute Folge 10, wenn mich nichts irrt. Und wir sind letztes Mal in diesem kleinen Räumchen stehen geblieben. Und ja, die Twins waren ja auch hinter uns irgendwie wieder her. Und ich weiß gerade gar nicht, wo es weitergeht. Auf jeden Fall nicht hier. Ah ja, gut. Und ich weiß immer noch nicht, überhaupt nicht, wie es weitergeht. Denn wie gesagt, ich spiele das hier blind. Also ohne irgendeine Vorahnung. Wieso müssen wir das da Turm? Haben wir es 35 Minuten gefilmt mit der Uhr? Ich habe ja jetzt schon etwas mit Kai geredet. Du kannst dich nicht verstecken. Und da haben wir uns nun schon über Outlast ein bisschen ausgetauscht. Und haben nun ermittelt, wo er ist an dieser Folge, also in Folge 9 ging das ja damals noch, war ja die Folge 9. Wo er an der Stelle von Folge 9 ist und ich an der Stelle von Folge 9 und ich hänge ein paar Folgen hinterher wie er. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Das hier mit Billy hat verstanden, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Das sieht ja noch gescheit aus. Haben wir eigentlich schon Notizen? Ah ja. Wir müssen mal wieder mehr filmen. Ist das so ein Turm? Auf welcher Seite von dem Gebäude sind wir? Hier wird nichts sein. Ja. Oh, ich bekomme gerade Ganzkörpergänsehaut mal wieder. Und Kai hat auch behauptet, speichert. Der Geräuschkulisse nach zu urteilen, wird das hier das ist das, was Kai erzählt hat? Wieder gar nicht schreien. Warum hat dort die Tür geklopft? Ich will ja gar nicht schreien. Oh Gott. Oh Gott.
Was müssen wir hier machen? Das ist doch der Eingangshalle. Das ist Funkgerät. Gut, wir gucken uns erstmal den Raum hier an. Ich vermute, hier müssen wir gleich rausflüchten, sobald wir am Funkgerät sind. Ich weiß nicht, was uns noch erwartet. Ich weiß nur, dass kein Ende ist. Was ist das für ein Kerl? Nein! Whalen Park! You couldn't just... Couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're done talking now. Do me a favor and die here, Park. Geh hoch. Komm. Wer war das? Warte mal. Ach, das war der Anzugtyp vom ganz am Anfang, ne? Nein. Ich höre Ketten. Ich höre Ketten. Ich höre die fette Musik. Nein. Nein. Och nein. Es geht doch raus. Müssen wir da jetzt lang? Wo ist der Anzugfritze hin? Ich weiß nicht, wie der heißt. Fetti, kommst du wieder, oder? Wieder der Moment, wo man fragen müsste, darf ich jetzt auf Toilette gehen? Wir trauen uns weiter. Ja. Oh, mir juckt die Nase die ganze Zeit schon. Oh, hast du sogar schon vor der Aufnahme. So. Nein! Wo müssen wir hin? Uiuiuiui. Wir sind doch durch. Oh Gott sei Dank, ich wüsste es überhaupt nicht, wo es lang geht. Alter. Verwaltungsblock. Verwaltungsblock ist das dort, wo
Das ist alles so, wie es Kai gesagt hat. Kai hat auch behauptet, dass wir so eine Durchsage kommt. Und er hat gesagt, nee, hatte ich noch, nee. Aber jetzt warst du da. Ich bin so im Rückstau. Rück. Ich weiß, wo wir lang müssen, glaube. Ich guck trotzdem nochmal hier. Wo die Schritte reingehen. Und es gibt noch eine Behauptung, die habe ich aber nur gefunden, da ich mich selber klein wenig gespoilert habe. Das ist Vater Martin. Und das ist Down the Drain. Das überschneidet sich gerade mit dem Original von Outlast, aber so heftig. Wir standen damals auch hier. Da war aber ein Typ, der stand oh ja, ganze Zeit gebrüllt, Down the Drain, Down the Drain. Jetzt sind wir hier bei Down the Drain und kommen eigentlich in Richtung vom Outlast Part 1. Also Outlast Original. Und hier kommen wir nicht raus, hä? Ja, hier sind wir ja reingekommen. Da hat man schon gesehen, Down the Drain. Ah, dass das hier wiederkommt, hätte ich jetzt nie gedacht. Und ich frage mich immer, was Vater Martin da anhat. Das ist gleich die Original-Outlast. Das ist die Morin. Ja, 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 ich erinnere mich wieder. Ich will da gar nicht lang. Da ist Exit. Und Exit ist immer. Hier waren die Maritenfuzis damals drin. Keine Dokumente, kein gar nichts. Ach guck, kleine Ersatzbatterie. Das ist gut, aber nicht schön. Mir gefällt ein klein wenig die Spielentwicklung gerade, aber ein klein wenig auch nicht. So, und das gerade so thematisch etwas passt und ein Cliffhanger bleibt, machen wir hier ein Ende. Ja, ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen für diese Folge und ja, dass man natürlich jetzt zu dieser Down the Drain Dingens wieder kommen, das hat mir ja Kai schon gespoilert, nochmal danke an dich, ne? Aber ist ja jetzt nicht so schlimm, weil ja, jetzt sind wir halt da gewesen, die Alarmdurchsage kommt und jetzt müssen wir in den Verwaltungsblock. Ich frage mich, war das dort, wo Trager ist? Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Angucken und tschüss.